Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ihr merkt schon, ich sitze mal wieder am PC. Apropos PC, ihr seht gerade die neue Kameraperspektive. Ich habe im letzten Video, falls ihr das gesehen habt, habe ich ja mit euch einen neuen Mikrofonarm ausgepackt und habe in diesem Video gesagt, dass das Gewinde für die Kamera zu groß ist und ich mich drum kümmern will, dass ich das irgendwie hinkriege und so weiter. Und ja, ich hätte einfach mal die Kamera draufschrauben sollen, denn das Gewinde passt 1A. Das heißt, das wird jetzt in Zukunft die neue Perspektive von Reaction-Videos, von Streaming, beziehungsweise wenn wir zusammen streamen oder über dieses neue Format ein bisschen reden. Ich kann euch auch noch ein bisschen weiter wegschieben, ein bisschen herschieben. Könnt ihr mir ja in den Kommentaren mal schreiben, ob das so passt. Apropos neues Format, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht. Und zwar, ihr feiert ja die DJ-Vlogs und Reaction-Videos. Und ich habe mir überlegt, wir können doch zusammen, das heißt ihr und ich, über neue Produkte ein bisschen sprechen. Wie zum Beispiel Pioneer oder Hercules oder wie die ganzen Hersteller heißen. Werden wir zusammen auf neue Produkte ein bisschen reden oder über die Produkte ein bisschen reden. Auch über Ankündigungen, über Updates, über egal was, das könnt ihr oder beziehungsweise das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, über was wir ein bisschen quatschen. Ich habe jetzt einen neuen DJ-Controller im Internet gefunden, also ich habe mir den natürlich nicht bestellt, aber ich habe den gefunden und zwar den ersten DJ-Controller, oh gut, ich weiß jetzt nicht, ob es schon so einen gibt, aber ich habe das noch nie gesehen und zwar den ersten DJ-Controller mit eingebauten Akku. So, bevor wir dazu aber kommen, würde ich sagen, Freunde, wir switchen an den PC. Denn ich muss euch noch kurz was zeigen und dann starten wir mit dem neuen Format. Ihr könnt mir parallel eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr so ein Format feiert. Ich werde es später nochmal kurz erklären, wie ich das genau meine. Aber jetzt kurze Werbung, Freunde, ab an den PC und ich muss euch noch kurz was zeigen. So, und zwar, die ein oder anderen wissen ja, ich habe auch ein Soundcloud-Profil und auf Soundcloud lade ich auch immer meine Mixe hoch oder auch Remixe und biete die da zum kostenlosen Download an. Ihr findet auch auf meinem Soundcloud-Profil Sample Packs, das heißt, wenn ihr noch welche braucht, schaut gerne vorbei, ich verlinke es euch gerne mal unten. Ich habe jetzt hier einen neuen Mix hochgeladen, Freunde. Es ist diesmal kein Melbourne Bounce oder EDM, sondern Deep Techno House. Und ich muss euch kurz den Drop zeigen, Freunde. Ich habe ja gestern auf Beatport wieder fleißig eingekauft. Ich glaube, 20 Euro oder 25 Euro. War ja wieder 40%. Ich hoffe, ihr habt es auch zugeschlagen. Und ich habe mir jetzt für 20 Euro Tech House Songs gekauft. Und ich spiele den jetzt mal kurz ab. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Beat sagt. Also ich finde den ultra krank. Ich kann es natürlich nur 10 Sekunden sowas abspielen wegen GEMA. Aber ich glaube, in den 10 Sekunden... Oh. So böse, Mann. Okay, mehr will ich nicht zeigen, Freunde. Hört euch den Track gerne an, beziehungsweise den Mix. Ich verlinke es euch nochmal unten, obwohl mein Soundcloud-Profil ist ja schon unten verlinkt. Schaut gerne vorbei. Bin ich jetzt oder will ich ein bisschen aktiver wieder werden? Ihr könnt auch hier mal kurz schauen. Hier die beliebtesten Tracks. Ich war früher schon ein bisschen aktiv auf Soundcloud. Hier zum Beispiel meine Remixe. Hier kann man es auch nochmal kostenlos downloaden. Beziehungsweise, genau, hier ist das Sample Pack. Könnt ihr euch runterladen, wenn ihr Bock habt. Genau. Jetzt zurück zu dem neuen Format. Also wie gesagt, ich will mit euch über kommende Updates beziehungsweise über kommende neue Produkte reden, die auf den Markt kommen oder schon auf dem Markt sind. Ich habe jetzt einen Controller gesehen, der einen eingebauten Akku hat und sowas, Freunde, habe ich noch nie gesehen bei einem DJ-Controller. Ich weiß es nicht, ob es schon so einen Controller gibt, aber ich würde sagen, wir schauen uns den mal zusammen an, quatschen ein bisschen drüber, Vor- und Nachteile. Ihr schreibt mir parallel in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Vielleicht hat ja der ein oder andere schon mit diesem Controller aufgelegt oder vielleicht schon irgendwo gesehen. Ich auf jeden Fall noch nicht. Und genau, es handelt sich um die Firma Denon. Und zwar, die sind ja auch ziemlich bekannt im DJ-Business oder DJ-Bereich. Warum höre ich mich jetzt doppelt? So, besser. Und zwar haben die einen Controller rausgebracht, der heißt Denon DJ Prime Go. Ihr seht es schon, ich habe jetzt hier mal eine Internetseite aufgemacht und zwar Amazona. Die ist eigentlich sehr, sehr
seriös, beziehungsweise die halten immer so die DJ-Fans so up to date. Das heißt, wenn was Neues rauskommt, wenn was Neues angekündigt wird, ist Amazon immer auf dem neuesten Stand. Und genau, es handelt sich, beziehungsweise wir schauen uns den zusammen mal an. Und zwar hat Denon nicht nur den Prime Go vorgestellt, sondern den Denon SC6000 und SC6000M und einen neuen Mixer X1850. Sagt mir jetzt nichts, habe ich noch nicht angeschaut. Wenn ihr Bock habt, können wir über die drei Produkte auch noch ein bisschen reden. Auf jeden Fall fand ich diesen Controller so interessant, dass ich mir das Ganze mal durchgelesen habe. Und wenn wir uns das Bild mal anschauen, sieht der eigentlich ziemlich fresh aus. Also man sieht hier zwei Kanal, Touch habe ich gelesen, Kopfhörereingang, zwei Mikrofoneingänge hat er. Hier an der Seite Tempo-Fader. Wir werden uns dazu auch noch ein kleines Video anschauen, beziehungsweise den Teaser von Denon selber. Die haben ja auch einen YouTube-Kanal. Also ich finde es mit dem Akku eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Bloß, ich habe mir da ein bisschen meinen Kopf drüber gemacht. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr irgendwo auflegt, abgesehen jetzt vom Club, sondern Geburtstagspartys, Hauspartys oder vielleicht eine Hochzeit oder so, und ihr legt mit diesem Controller auf, ist ja alles schön und gut. Aber wenn ihr jetzt nur rein mit dem Akku auflegen wollt, ich glaube, der hält an die 2,5, 4,5 Stunden sowas, finde ich das ein bisschen madig, weil ihr könnt ihn zwar natürlich auch mit Strom versorgen, aber keiner legt nur 2 Stunden auf. Und auf einer Hochzeit legt man auch keine 2 Stunden auf. Das heißt, ihr müsst so und so wieder auf Strom zurückgreifen, beziehungsweise den Controller mit Strom versorgen. So übergangsweise für einen Mix oder so, für zu Hause, für YouTube, für Soundcloud, whatever, finde ich das praktisch. Ich finde ihn aber ziemlich klein. Ihr seht schon auf dem Bild, gut, Bilder sagen ja nicht viel, aber ich finde die Jog-Wheel schon allein ziemlich klein. Und es ist zwar alles übersichtlich, ihr habt auch hier die ganzen Effekte, ihr habt hier 4 Pads zum Belegen, Hotkey Loops und so weiter, ihr habt hier den geliebten Sync-Button, Tempo-Fader, Play, Stop, Cue, Punkte setzen, ihr habt hier zum Beispiel in der Mitte den Regler, um die Songs auszuwählen, linkes Deck, rechtes Deck und was weiß ich alles. Und haltet euch fest, der Preis liegt bei diesem Controller bei 1099 €. Meiner Meinung nach finde ich das viel zu teuer. Also ich finde die Idee geil mit dem Akku, aber keiner, der professionell oder auch hobbymäßig auflegt, sagen wir mal auf Geburtstagspartys, der legt keine 1,5 Stunden, 2 Stunden auf. Ich kann ja mal kurz schauen, was die hier geschrieben haben. Bis zu 4 Stunden. Gut, 4 Stunden ist schon gut lang. Lass mal sein, ihr seid auf einer Hausparty oder so, die geht ja bestimmt länger als 4 Stunden. Und ihr wollt der DJ sein. Das heißt, ihr müsst so und so auf Strom zurückgreifen. Ist halt eine coole Idee. Dann haben wir hier noch ein Bild, was alles verbaut ist. Wie gesagt, Headphones, Eingang. Hier könnt ihr das alles manuell regeln. Hier unten habt ihr, oder beziehungsweise ihr habt sogar Touchscreen, was ich sehr, sehr geil finde. Also ich muss sagen, Touchscreen bei dem DJ-Controller, es gibt nichts Geileres. Ihr könnt einfach unterm Vorhören, könnt ihr vor- zurückspulen per Touch und ultra nice. Anschlüsse ganz normal, Cinch sehe ich hier, XLR beziehungsweise Klinke sehe ich hier. Ich hoffe, die haben noch ein Bild von der Rückseite, damit wir uns das noch genauer anschauen. Also 4 Pad-Buttons auf jeder Seite, finde ich echt geil. Also ich habe ja 2, 4, 6 Pads pro Seite. Benutze ich leider viel zu selten. Man kann so viel damit machen. Effekte, Loops, Cue-Punkte, whatever. Man kann so viel damit arbeiten. Muss ich mich auch mal ein bisschen mehr befassen. Auf jeden Fall ziemlich kompakter Controller. Aber ich finde den Preis schon gut teuer. 1099 € für diesen Standalone-Controller. Ja, hier schreiben sie noch, kaum größer als ein 17-Zoll-Laptop. Also ich persönlich muss sagen, umso größer der DJ-Controller, umso mehr Spaß macht es, mit dem aufzulegen. Natürlich, ich habe hier euch mal den kleinen DJ-Controller gezeigt. Der ist ja ungefähr so groß. Ist halt ein kleiner DJ-Controller, ein bisschen mal, ja, sich reinzuschnuppern. Aber wenn man hobbymäßig bzw. auf Gigs auflegen will, Leute, ich kann euch nur größere
Controller empfehlen. Verbaut ist ein 7 Zoll Multitouch Display, was sehr, sehr geil ist. Also wie gesagt, ich feiere Touch bei DJ Controllern. Integrierter Akku bis zu 4 Stunden, da haben wir schon geredet. Zweimal Mikrofon, das heißt, zwei Leute können Vollgas ins Mikrofon blären. Einmal interne Analyse von Pioneer DJ Recordbox. Zu Recordbox werde ich auch noch ein kleines Video machen, denn ich habe was rausgefunden, beziehungsweise ich will euch unbedingt was zeigen, was ich so feiere. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, mit diesem Controller mit Recordbox zu arbeiten. Chalk Wheels natürlich, ich finde die halt, so wie die auf den Bildern aussehen, ein bisschen klein. Genau, Standalone Controller. Hier könnt ihr verschiedene Sachen noch hinzufügen, Effekte, Gitarren, Bass und so weiter. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch kurz das Video an. Ihr könnt mir parallel schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Controller haltet. Also, beziehungsweise wir schauen uns jetzt kurz noch das Video an. Also man sieht schon, ja, nicht größer als ein 17 Zoll Laptop, wie sie auch geschrieben haben. Ich finde ihn echt kompakt. Schauen wir einfach mal weiter. Man kann halt überall mitnehmen. Hausparty. Hoffentlich gibt es keine GEMA-Probleme. Beim Zug kann man auflegen. Hochzeit. Alter, das finde ich halt ultra nice. Ihr könnt per Touch den Track raus- und reinzoomen. Also das kann ich zum Beispiel bei meinem Pioneer Controller nicht machen. Ich kann nur vorswitchen bzw. vorspulen oder dahin springen, wo ich hin will. Aber sowas, gar nicht mal so schlecht. Flugzeug kann man auch auflegen. Ah, okay. So wie ich das jetzt hier gerade sehe, Moment, kann man hier eine kleine Playlist anlegen. Zumindest noch sich für den Gig vorbereiten zum Beispiel. Also man sieht schon, man ist ja total mobil mit dem Controller. Also wie ihr sehen könnt, haben sie natürlich den Controller per Akku betrieben, also beziehungsweise läuft er jetzt nicht über Strom oder ist an Strom angeschlossen, sondern natürlich das Feature Akku. Ich sehe gerade, also man hat hinten die Möglichkeit, seinen USB-Stick anzuschließen. Ungewohnt. Ich kenne es halt immer von DJ-Controllern, entweder auf der Seite oder auf der Seite. Aber auf der Rückseite habe ich auch noch nie gesehen. Auf jeden Fall haben wir hier XLR, sehe ich gerade. Zweimal Klinke. Und fertig. Ja, auf der Rückseite. Gut, das ist jetzt nicht mehr der Prime Go, sondern das sind schon größere Kaliber. Also ich finde den optisch echt schön. Ach genau, und hier könnt ihr sogar große Klinke und kleine Klinke. Das heißt, wenn ihr Kopfhörer habt mit großer Klinke, könnt ihr anschließen und mit kleiner Klinke. So Leute, das war's eigentlich von diesem Video. Ihr könnt mir jetzt parallel mal, beziehungsweise ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob euch dieses Format gefällt. Ich habe mir einfach vorgestellt, dass wir zusammen ein bisschen was machen. Ihr könnt mir Produkte schicken, DJ-Controller, DJ-Software,
die ich mir mal anschauen soll, beziehungsweise vielleicht ein Video drüber machen soll. Und ja, wir quatschen ein bisschen drüber. Wir tauschen unsere Meinung ein bisschen in den Kommentaren aus. Ich finde den Controller optisch schön. Schön aufgeräumt. Man hat alles, was man braucht. Aber mit dem Akku, es ist ein geiles Feature, aber ob ich das nutzen würde, ich glaube nicht. Also ich würde mir den Controller auf jeden Fall nicht wegen diesem Feature kaufen, sondern wenn ich vielleicht Dänen-Fan bin, dann würde ich mir halt den holen, weil ich mit Dänen zufrieden bin. Ich habe jetzt selber noch nie mit Dänen aufgelegt. Ich, wie gesagt, bin glücklich mit meinem Pioneer-Controller. Dazu kommen jetzt auch noch ein paar Videos. Neue Pioneer-DJ-Controller, die wo vorgestellt worden sind. Und genau, ich melde mich jetzt ab, Freunde. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Produkte, ein paar Ideen mir in die Kommentare schreiben würdet oder per Instagram. Ich wünsche euch ja, noch einen schönen Tag. Wir sehen uns zum nächsten Video, Freunde. Haut rein. Bis dann. Und... ciao.